Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute möchte ich euch die Brand News Box vorstellen. Das ist die Classic Box, die gibt es im Abo. Und in dieser Box sind jeden Monat einige Produktneuheiten enthalten aus dem Bereich Lebensmittel. Ich habe diese Box nun schon einige Zeit abonniert und bin immer sehr zufrieden mit dem Inhalt und habe auch schon viele tolle Produkte entdeckt, die mir jetzt vielleicht im Supermarkt gar nicht so aufgefallen wären. Und ich finde, so eine Box ist eine tolle Idee, dann auch mal neue Produkte kennenzulernen, auszuprobieren. Und was in dieser November-Box drin ist, das zeige ich euch jetzt. Die Boxen haben ja jeden Monat andere Artikel drin und so ist das jetzt mal ein schönes Beispiel, um zu sehen, ob sich für euch vielleicht auch so eine Box lohnen würde. Und falls ja, habe ich euch unten in die Videobeschreibung mal einen Link beigefügt, da könnt ihr euch über das aktuelle Angebot mal informieren. Dies ist jetzt wie gesagt die Box vom November 2018 und die packe ich mit euch jetzt mal gleich aus. Drauf ist dann immer ein Beileger, da sind dann auch im Inneren die Produkte beschrieben. Da schaue ich jetzt nicht rein, weil ich lasse mich auch gerne immer überraschen, wenn ich die Box auspacke. Und das lese ich mir dann immer erst im Nachhinein durch. Fangen wir mit dem ersten Artikel an. Das ist ein Foodstar Potato Pumpkin Mesh. Das ist Kartoffel-Pfirsich-Püree. Verpackt sind die Sachen auch immer sehr gut mit Karton und hier als Füllmaterial ist auch ein umweltfreundliches Material verwendet. Das finde ich auch immer sehr klasse gemacht. Dann geht es weiter mit einem Getränk. Das ist ein Apfelwein. Dann kommt noch ein Getränk von Desperados. Ich zeige euch übrigens auch alle Produkte, die ich jetzt auspacke, am Ende des Videos nochmal in der Übersicht. Dann kommt ein kleines Fläschchen Red Label Johnnie Walker. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch, dass ich gerne Cocktailvideos auf YouTube einstelle und dieses Fläschchen taucht mit Sicherheit dann auch wieder in einem meiner Cocktailvideos auf. Dann geht es weiter mit einem Päckchen Pocket Kaffee Espresso von Ferrero, das ist Schokolade. Und gleich nochmal etwas zu naschen von Kinder. Das sind die Kinderkarts. Dann gibt es eine Lebkuchen-Gewürzmischung. Von Ruf unser Lieblingsdessert Popcorn-Toffee. Das klingt sehr interessant. Ich glaube, das werde ich auch gleich, nachdem ich dieses Video hier gemacht habe, mal ausprobieren. Dann von Multipower ein Proteinriegel. Im Eukal Gummidrops mit Granatapfel und Feige. Von Alnatura ein Päckchen Softtomaten, leicht gesalzen. Und von Messmer gibt es einen würzigen Kurkuma-Tee. Dann gibt es noch einen zweiten Multipower-Proteinriegel.
Und dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel dieser Box. Ein Vita Energy Drink. Und jetzt, wie versprochen, nochmal alle Artikel schön in der Übersicht. So, das sind jetzt nochmal alle Artikel aus der Novemberbox 2018. Das Auspacken hat mir wieder viel Spaß gemacht. Es ist immer wieder eine Überraschung, was da so alles im Paket mit drin ist. Besonders gefreut habe ich mich hier über dieses Lieblingsdessert. Das probiere ich dann gleich aus. Die Softtomaten finde ich interessant. Die Kinderkarts finde ich sehr interessant. Der Tee und auch die Getränke. Also ich bin wieder sehr begeistert, was diesmal in der Box drin war. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mal so eine Box auszuprobieren, dann informiert euch doch einfach über das Angebot. Ich schreibe euch da mal einige Links in die Videobeschreibung. Die Abos sind auch jederzeit kündbar, also jeden Monat kann man auch kündigen, falls man die Box nicht mehr haben möchte. Aber wie gesagt, ich habe diese Box jetzt schon längere Zeit, fast schon ein Jahr, und ich bin damit immer sehr zufrieden gewesen. Es gibt auch andere Boxen. Dies hier war jetzt die Classic-Box. Es gibt auch die Genuss-Box, die Niederegger-Box. Oder was auch ganz toll ist, ist die Cool-Box. Die habe ich auch regelmäßig. Da kommen dann Waren im Kühlversand zu euch. Das ist auch immer sehr interessant. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt. Falls ihr noch mehr Videos sehen möchtet, bleibt auf dem Laufenden und abonniert meinen Kanal. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag.